Hallo, liebe Fußballfreunde, herzlich willkommen zur neuen Folge der Fortuna 95 Bros. Wie immer heute auch wieder mit mir, mit dem Kotti. Und mit dem Gilde. Hi. Grüßt euch. Ja, ihr merkt es an meiner etwas ruhigeren Ansprache heute. Wir wollen etwas ruhiger beginnen in Anbetracht der aktuellen Geschehnisse. Ja, ist eine schwierige Situation, um ehrlich zu sein. Was da in der Ukraine vor sich geht, ne? Genau, wollen wir jetzt uns nicht anmaßen, das hier zu diskutieren, zu besprechen. Darum soll es auch nicht gehen. Aber wir haben bewusst entschieden, natürlich eine Sendung zu machen, weil wir ganz klar sagen, natürlich brauchen wir auch alle ein bisschen Ablenkung und sollten uns auch da diese Ablenkung nicht nehmen und auch zumindest unser Interesse, unsere Freude an anderen Dingen als Ausgleich. Wir bekommen es ja alle tagtäglich, vielleicht über den eigenen Beruf, natürlich über die Nachrichten, natürlich über ja, alle möglichen Kanäle den ganzen Tag über gespiegelt, was da los ist. Und klar, drehen sich hauptsächlich die Gedanken darum, um das Leid, um die Menschen, um das ganze Drama, was da passiert und natürlich auch die Sorgen, die daraus noch resultieren können. Das haben wir alle in unserer ja, Zeit, in unserer Lebenszeit nicht annähernd erlebt. Natürlich gibt es noch ein paar ältere Zeitzeugen, die Ähnliches erlebt haben, die sich noch mehr Sorgen aufgrund der eigenen Erfahrung auch machen. Stichwort Zweiter Weltkrieg, Flüchtlingszeit und so weiter. Ja, insofern fällt es schwer, da jetzt den Schalter umzulegen und hier eine normale Sendung zu machen, aber dennoch haben wir das ganz klar vor. Aber klar, die Gedanken sind natürlich auch da immer bei dem Thema. Ja, und die Fortuna ist da natürlich in diesen Zeiten eine ganz, ganz, ganz kleine Randnotiz. Das ist klar. Dementsprechend etwas ruhiger und verhaltener heute, würde ich behaupten. Aber wie du schon gesagt hast, ständig daran zu denken, ist, glaube ich, auch nicht richtig. Ein wenig Ablenkung tut hier gut. Das soll nicht heißen, dass wir nicht in Gedanken tatsächlich bei den ganzen Opfern sind und bei dem, was dort passiert. Und die Daumen drücken, dass es so schnell wie möglich Besserung einkehrt und dieser Krieg einfach beendet wird. Punkt. Ja. Punkt. Genau. Kommen wir zum Sportlichen. Wie immer würde ich vorschlagen, fangen wir an mit dem, was am längsten her ist, bevor es in Vergessenheit gerät. Das war oder ist das Spiel gegen den Jahn Regensburg. Oder in Regensburg aus dem, ja, in Regensburg haben wir ja gespielt. Wenn man es irgendwie eine Analogie sucht oder dergleichen, könnte man sagen, das ist ein Spiel gewesen wie so eine Münze. Hatte zwei Seiten, ne? Absolut. Zwei komplett unterschiedliche Halbzeiten. Wie man so schön gesagt, zwei komplett unterschiedliche Gesichter hat unsere Fortuna gezeigt. Eine sehr, sehr gute, eine druckvolle erste Halbzeit mit ganz, ganz vielen Chancen, mit wirklich druckvollem Spiel, mit wirklich statistisch kompletter Überlegenheit, wo man sich natürlich, da dürfen wir keinen Hehl draus machen, einfach mit mindestens einem oder zwei Toren belohnen muss. Da waren wirklich Top-Chancen dabei. Wir gehen gleich mal so ein bisschen ja, aus der Erinnerung heraus auch nochmal die eine oder andere Szene sicherlich durch. Ja, und die zweite Halbzeit dann irgendwo das komplette Gegenteil. Da hat man sich mit Regensburg zusammen, muss man natürlich der Vollständigkeit halber sagen, irgendwie komplett, ja, weiß ich nicht, komplett irgendwo neutralisiert. Und da ging ja auf beiden Seiten fast gar nichts mehr. Eine der sicherlich schlechtesten Halbzeiten seit auch längerer Zeit wieder. Da fehlte also ein Stück weit die Balance zwischen diesen beiden Halbzeiten, wo man sich eigentlich auch nicht wirklich erklären kann, warum diese extremen Unterschiede, ne? Das stellt man sich ja dann im Absolut. Nachhinein immer dann als Frage. Klar kannst du so ein Spiel nicht 90 Minuten komplett durchpowern, aber so zwei komplett verschiedene Halbzeiten ist dann doch auch eher außergewöhnlich. Ist die Frage, ob vielleicht dieses vermeintliche Gegentor, was ja dann glücklicherweise aus unserer Sicht korrekterweise aber auch, muss man hier sagen, halt nicht gegeben worden ist, aber ob das vielleicht bei der Mannschaft irgendwie was ausgelöst hat, so nach dem Motto, hui, passen wir mal lieber auf. Ja, weil Und das wäre klassisch gewesen, ne? In der Phase dann irgendwie kurz vor der Halbzeit,
Es war ja, glaube ich, schon so um die 40. Minute, wenn du da halt das Gegentor bekommst, obwohl du ja wirklich massig Chancen hattest, gefühlt wieder so mit dem ersten gefährlichen Ball. Gab zwar ein, zwei Szenen vorher, die durchaus, ja, auch zumindest als Teilchance hätten bezeichnet werden können von den Regensburgern, aber da wieder in Rückstand zu geraten, das war wieder so klassisch, ne? Das hätte gepasst, aber jetzt kommt das Aber, das ist halt so dieses mittlerweile glückliche Momentum, was wir haben. Das heißt Glück, also es war halt wirklich deutlich abseits. Mehrere Beteiligte waren ja da im Abseits, wie man im Nachhinein gesehen hat. Aber trotzdem, also da geht es dann halt gut, ne? Dass wir halt da nicht kassieren und in Rückstand geraten. Aber das mag durchaus in den Köpfen bei dem einen oder anderen was bewegt haben, dass man dann irgendwo gedacht hat, Mensch, bitte nicht schon wieder, geht's schon wieder los, geht's wieder so in die Richtung, dass wir dieses Pech dann auch irgendwo dann haben, trotz guter Chancen. Das kann natürlich sein, aber Man weiß es nicht. Fakt ist, du musst halt vorher, gerade wenn wir auf die Chancen gehen, der Daniel Ginzek hat eine super Chance, wo er wirklich recht frei auf den Torwart dann auch zuläuft. Leider dann irgendwo der Abwehrspieler ihm doch noch den Ball wegspitzelt. Da muss er vielleicht vorher schießen. Torwart ist Ja, ja auch gut. relativ frei draußen, aber Ja, gut, gut man muss allein. verteidigt, ne? Ja, das definitiv. Man muss allerdings auch ihm zugutehalten, es ist halt auch nicht seine Kernkompetenz, der Sprint, um ehrlich zu Ja. sein. Ja, da fehlen ihm so ein paar PS auf der Strecke. Und das hat man in der Szene halt deutlich gesehen. Nichtsdestotrotz, klar, super Chance, muss er eigentlich viel früher abschließen. Ja, aber er alleine war es auch nicht mehr. Also ich habe auf meinem Zettel habe ich stehen eine Chance von Marcel Sobotka, die muss er auch aufs Tor bringen. Hundertprozentige, super rausgespielt. Ne? Piotrowski findet ihn im Rückraum. Ja. Der Cello zeigt ja noch an, spiel mir den Ball in den Raum, der kommt passgenau, den muss er versenken. Aber klar, nochmal kurz zur Ginzek-Chance am Anfang ist natürlich auch wieder ein Geschenk gewesen, ne? Weil, ne, es war ein krasser Abwehrfehler. Du musst dir solche Geschenke vielleicht nicht jedes mitnehmen, aber du musst halt einige davon mitnehmen. Und da haben wir jetzt gefühlt das dritte oder vierte Riesengeschenk aus den letzten Spielen halt irgendwo nicht genutzt. Und das muss besser werden, da musst du kaltschnäuziger werden einfach vor dem Tor. Da haben wir noch einen schönen Flugkopfball auch gehabt vom Kuba. Den habe ich hier auch noch mit auf dem Zettel. Gut, den musste nicht machen, aber war halt auch relativ knapp. Und dann gab es noch so eine Szene, wo der Daniel Ginzek gefühlt, wo ich nicht verstanden habe, warum er da nicht mit dem Kopf hingeht. Er versucht dann doch mit dem Fuß den Ball irgendwie auf halber Höhe noch zu stochern. Und dann hat der Kuba auch nochmal einen Nachschuss, der auch Nachschusschance. geblockt wird, wo man jetzt nicht weiß, ob der gepasst hätte. Ich befürchte, der wäre halt auch drüber gegangen, weil er doch relativ nah auch vor dem Tor platziert wurde, der Schuss. Ja, aber das waren so die vier Top-Chancen, die ich jetzt so ganz konkret vor Augen habe. Sicherlich garniert mit der einen oder anderen noch dazu, die wir gar nicht jetzt im Detail besprechen. Aber da ist halt null zu wenig. Und da zeigt sich halt wieder die Abhängigkeit, die wir halt von Khaled Naray und vor allem dem fehlenden Rouven Hennings scheinbar Ja. haben, dass da keiner mal eine Bude macht. Letzterer hat da deutlich gefehlt und da ist wirklich die Frage, kann aus dem Spiel heraus wirklich außer Rouven Hennings niemand Tore erzielen? Es ist echt schon erstaunlich, weil wir spielen uns die Chancen heraus, aber es passt dann am Ende nicht. Und ja, also ich könnte mir vorstellen, dass wenn der eine oder andere mal endlich trifft, dass dann auch der eine oder andere Knoten mal Platz, zum Beispiel beim Kuba Piotrowski jetzt, der hat ja die Chancen, die arbeitet er sich heraus und das ist schon mal die halbe Miete. Ne? Wir haben, glaube ich, schon mal in irgendeiner der Sendungen, habe ich so schön gesagt, ohne Chancen kannst du keine Tore schießen. Das ist halt der Fall und jetzt haben wir die Chancen. Wir verwerten sie so noch nicht. Und das ist schade. Das ist am Ende schade, weil gefühlt haben wir 2 Punkte eher verloren als einen gewonnen. Ne? Weil Ja, das muss man so Spiel. sagen. Vom Verlauf her auch vom, ja, von dem, was von Regensburg halt entgegengesetzt wurde. Das war natürlich auch arg wenig. Die Statistiken sprechen für uns. Wir haben eine deutlich bessere Passquote gehabt, natürlich einen höheren Ballbesitz. Die Zweikampfquote war ausgeglichen. 6:0 Ecken ist ja auch irgendwo immer bezeichnend für das druckvolle Spiel nach vorne. Da musst du halt wirklich mehr draus machen. Und enttäuschend fand ich wiederholt den Ao Tanaka, wo man irgendwie nicht wirklich greifen kann, was er für eine Rolle spielen soll, steht irgendwo neben sich, bringt gefühlt Hektik rein, Unsicherheit rein ins Spiel. War also keine Bewerbung, um in den nächsten Spielen wieder von Anfang an zu starten. Leider, muss man ganz klar sagen, kann er anscheinend seine Form und seine Qualität, die er ja bei Japan in den Länderspielen scheinbar zeigt, von dem, was man so liest und mitbekommt, bei uns nicht auf den Platz bringen. Vielleicht sind es immer noch Verständnisprobleme. Ich weiß es nicht. Ne, da ihm die Chance jetzt mal zu geben, okay, kann man kritisieren, kann man gut finden, aber am langen Ende ist das leider auch gescheitert aus meiner Sicht derzeit.
Die Frage ist, woran liegt es am Ende? Er war nämlich in dem Spiel, um ehrlich zu sein, in der zweiten Halbzeit halt nicht der Einzige. Mir ist persönlich auch sehr stark aufgefallen, ein Chris Pettersson, den ich sehr mag, der an guten Tagen tatsächlich auch sehr, sehr viel bewegen kann mit seinen Dribblings, der aber in der zweiten Halbzeit gegen Jahn Regensburg ein ums andere Mal die Bälle, ja, verloren hat im Dribbling, Vertändelt, wirkungslos auch vertändelt, war. ja, stellt, Natürlich also. schwer dann auch in so einem Spiel in so einer zweiten Halbzeit reinzukommen. Für einen Felix Aber Klaus, es. wo es auch nicht doll war. Er hat einen so einen Schuss verdeckt platziert aufs Tor, der noch abgefälscht war. Aber das war auch so die einzige Szene, die ich von ihm da irgendwie positiv in Erinnerung habe. Das passt irgendwie auch gerade nicht. Also, ja, das ist Und. halt schwierig. Und ja, ansonsten abwehrtechnisch war das sehr gut gespielt. Also da wurde wenig zugelassen. Ja, jetzt die Standardsituation mit dem Abseits mal außen vor gelassen. Also es war zumindest ein verdientes auch zu null. Und man kann durchaus sagen, dass ein Stück weit Stabilität auch jetzt weiterhin reingekommen ist, weil solche Spiele haben wir dann gerne auch mal verloren in der Vergangenheit. Jetzt haben wir Absolut. nach vielen, vielen Spielen, wir haben es letzte Woche diskutiert, dann endlich auch mal wieder den Kasten sauber gehalten, endlich mal wieder eine weiße Weste auch für den Kastenmeier. Ja, und 7 von 9 Punkten unter Thun weiterhin ungeschlagen. Es war ein Auswärtsspiel. Am Ende kannst du natürlich hoffentlich sagen, dass der Punkt dir was gebracht und geholfen hat am Ende der 34 Spieltage. Nicht, dass wir dann sagen, Mensch, die 2 fehlen, wofür auch immer. Ja, aber das würde ich jetzt erstmal so festhalten, dass man doch durchaus einen kleinen Entwicklungsschritt auch sieht, ob des Ergebnisses, aber natürlich in Summe nicht zufrieden sein kann. Also es ist auch da in der Bewertung, ähnlich wie die 2 Halbzeiten bei mir, sehr zweischneidig. Ja, aber was mir persönlich aufgefallen ist, das hat man auch bei Daniel Thun am Anfang gesehen. Er hat ja, glaube ich, vor dem Spiel sogar noch gesagt, wir sind noch nicht so weit, wie man glaubt. Und das hat sich in diesem Spiel halt entsprechend auch gezeigt. Also auch wenn die Absolut. Halbzeit so gut war. Ja, es liegt jetzt an ihm und an der Mannschaft, weiterhin konstante Leistung zu bringen, konstant in der Form wie in der ersten Halbzeit, weil dann wird über kurz oder lang wird sich das spielerische Element bei uns halt durchsetzen. Das ist, also das sieht man im Vergleich Qualität ist da. zu anderen Mannschaften. Genau, die Qualität ist da, das, was wir über die ganzen Spieltage immer gepredigt haben, dass der Kader es eigentlich hergibt und nicht für den Abstieg gemacht ist und auch nicht für den Abstiegskampf. Von daher, daran gilt es zu arbeiten. Aber ja, du hast vollkommen recht. Wichtigste ist die Serie, zumindest die Serie hat gehalten, dass wir nicht besiegt worden sind, sprich ungeschlagen seit 3 Spielen. Das ist auch schon mal viel wert, und das gibt auch Selbstvertrauen weiterhin. Und ja, darauf müssen wir aufbauen. Aber auch Erwartungsmanagement. Du wirst ja jetzt auch nicht jedes Spiel gewinnen können. Ne? Nein, Wäre natürlich natürlich, schön richtig. gewesen, den Lauf mitzunehmen. Es wäre ja sogar verdient gewesen. Aber wir wissen, manchmal kommt es dann halt auch anders und oft genug verlierst du so ein Ding dann auch unglücklich dann noch hinten raus. Das ist ja auch nicht passiert. Und deswegen überwiegt durchaus das Positive. Gut, in Summe, der Daniel Ginzek hat natürlich auch ähnlich wie wenn der Ruven Hennings alleine vorne in der Spitze gespielt hat, auch phasenweise sehr durchgehangen. Auch das vielleicht ein Indiz. Stichwort 2 zentrale Stürmer. Auch wieder bezeichnen, dass ein Bosenik erst ganz spät eingewechselt wurde und vorher dann auch der Emma Ioa dann als quasi Ersatz für den Daniel Ginzek in der 80. gekommen ist. Ja, also da würde ich mir oder hätte ich mir vielleicht gewünscht, dass man da auch mit einem System 2 zentrale Stürmer auch vielleicht in Regensburg gestartet hätte. Gut, man hat sich für die 2 ergänzenden offensiven Außen entschieden. Im Nachhinein, gut, sind wir natürlich immer schlauer, aber in Summe ist die Bewertung für mich klar, es ist Zu okay in wenig. Summe. Ja. Ja, aber es hätte durchaus mehr sein können. Ja, natürlich, das haben wir ja gerade zu Recht diskutiert. Ja. Ja. Ja, ansonsten, ich glaube, das soll es gewesen sein für das Ja. Regensburg-Spiel. Ja. Schauen wir weiter voraus. Bevor wir auf das anstehende Spiel schauen, schauen wir wie immer mal, was ist passiert, was gibt es Neues rund um unsere Fortuna. Und da sind auch wieder ein paar News, die wir euch gerne mitteilen wollen. Allen voran, ergänzend zu letzter Woche, da haben wir das auch schon erwähnt, deswegen erwähnen wir das, glaube ich, einfach nochmal. Weiterhin haben wir einen vollen Trainingsplatz. Das ist super. Daniel Thun kann aus dem Vollen schöpfen. Auch Adam Bozek hat im Mannschaftstraining teilgenommen, ist allerdings weiterhin noch keine Option für das anstehende Spiel. Aber
es ist schön, wenn man, glaube ich, aus dem Vollen schöpfen kann. Ja. Und deswegen sei es nochmal explizit erwähnt. Genau, haben wir selten genug gehabt. Bleibt hoffentlich so. Ja. Genau. Ja, dann gibt es eine relativ schöne Information, die auch schon das anstehende Spiel direkt betrifft. Wir können das Stadion etwas voller machen. Genau, ist jetzt keine Riesenüberraschung. Also ich habe mich auch so ein bisschen gewundert, warum die Fortuna da erstmal sehr konservativ mit den 10.000 an den Plan rangegangen ist, weil eigentlich war es ja vorher schon klar, dass es auf 25.000 erweitert werden würde. Gut, man war da vorsichtig. Die 10.000 sind auch schon weg. Das ist ja auch schon mal eine gute Nachricht. Die waren auch wohl dann schon gestern weg, ne? Also recht früh jetzt auch zu Beginn dieser Woche. Ja, und 25 dürfen jetzt. Da wird jetzt natürlich der weitere Kauf von Karten möglich sein. Wurde natürlich auch bei dem einen oder anderen gemeckert. Hätten sie doch vorher machen können. Wir sitzen jetzt auseinander. Wir mussten gestückelt kaufen. Ja, Leute, aber seid froh, dass wir jetzt wieder eine größere Zuschauerzahl da haben können. Mit den 10.000, die halt gut Stimmung gemacht haben, war es ja schon zumindest erträglich und in Ordnung und es kann nur besser werden. Die 25, glaube ich, werden wir nicht knacken am Sonntag, Nein. trotz gutem Wetter, aber nicht gegen den anstehenden Gegner. Der ist dann dafür wahrscheinlich nicht attraktiv genug, aber wäre schön, wenn wir zwischen 15 und 17 realistisch erreichen könnten. Das wäre so meine Hoffnung, meine Erwartung daran. Also macht die Hütte im Rahmen des Möglichen voll, ist unser Appell. Genau. Schauen wir mal, soll ja schönes Ja. Wetter sein. Dementsprechend geht der ein oder andere vielleicht doch noch mal spontan ins Stadion, vielleicht auch mit seinem Sohnemann oder wem auch immer. Macht die Hütte voll, Ja, soweit es geht. richtig. Ja, dann eine Info bezüglich der zweiten Mannschaft. Unsere U23 hat nämlich ein tolles Spiel abgeliefert gegen den Tabellenzweiten, nämlich Fortuna Köln. Und hat dort ja, relativ spät leider den 1-1-Ausgleich hinnehmen müssen, erst in der 82. Minute. Hat bis dato geführt mit 1-0 durch Marcel Mansfeld. Und ja, das Spiel ist 1-1 ausgegangen, dementsprechend Achtungserfolg gegen den Tabellenzweiten aus Absolut, Köln. absolut. Randnotiz, der Daniel Gorka ist wieder im Tor gewesen, hat auch viel rausgefischt, war wohl ein sehr chancenreiches Spiel auf beiden Seiten. Also die Torhüter haben wohl beide sehr gute Leistungen gezeigt, wenn man den Berichterstattern Glauben schenken darf. Ja, aber schön auch zu hören, dass er da jetzt ein Comeback auch starten konnte nach vielen Spielen, die er verletzungsbedingt auch gefehlt hatte. Das sei auch an der Stelle noch ein bisschen mehr als eine Randnotiz. Da haben wir natürlich immer ein Auge drauf auf unsere jungen Talente, Nachwuchsspieler und die zweite in der vierten Liga. War natürlich ungewollt Schützenhilfe für RWE, die dadurch natürlich jetzt einen größeren Abstand nach vorne haben. Aber sei es drum, da gucken wir natürlich auch nur auf uns. Ja, kleine Korrektur, die ist reingerutscht. Daniel Dennis ist natürlich der Sorry. Vorname. Ja, ich war noch bei Daniel Ginzek. Danke Ja, dafür. dementsprechend nur die kleine Korrektur. Hast recht. Hast recht. Ja, dann ein etwas größeres Thema, würde ich behaupten. Das ist aufgekommen jetzt. Die Medien haben es aufgegriffen. Wir haben einige Vertragslose zum Ende der Saison, also sprich ein paar Verträge bei unseren Spielern laufen aus. Ein Vertrag ist der von Marcel Sobotka und da soll es wohl Interessenten geben aus der Bundesliga, unter anderem Union Berlin sowie auch der VfL Bochum sollen da Interesse an Marcel Sobotka haben. Ja, wäre natürlich ablösefrei, würde uns schon wehtun, ne? Ja, würde uns wehtun, definitiv. Immer einen Spieler ablösefrei zu verlieren, erst recht mit einem Marktwert von, ich glaube, 1,2 Millionen ist er derzeit taxiert, war ja mal deutlich mehr, deutlich höher zu Bundesliga-Zeiten, ist klar. Ist natürlich seit vielen Jahren bei uns, müsste mittlerweile schon um die 6, 7 Jahre bei uns auch sein. Ne, also ist ja in sehr jungen Jahren um die 2021 damals gekommen. Lebensalter 2021. Und ja, ist jetzt bei uns mittlerweile Vizekapitän, ist absolut ein Sympathieträger, passt natürlich zu uns und wäre allein Glüht. deshalb schade, weil er eben auch vom Alter her durchaus ja auch noch einige gute Jahre vor sich haben dürfte. Das ist das, was natürlich dafür spricht, dass man erstmal vom ersten Impuls her auf jeden Fall sagt, Mensch, da muss doch Fortuna den Vertrag verlängern. Aber es gibt sicherlich auch so ein paar Punkte, die man natürlich auch betrachten muss, auch aus Sicht des Spielers, ne? Ja, also er blüht jetzt gerade natürlich auch unter Daniel Thunio die letzten drei Spiele besonders auf. Da hat er richtig klasse gespielt. Wir hatten es erwähnt, zweimal in der Kicker-Elf der Woche. Also es kommt ihm zugute, der neue Trainer.
Ja, also grundsätzlich bin ich immer dafür, gerade bei Spielern, die immer zur Stammelf bzw. zum erweiterten Kader gehören, dass man die nicht ablösefrei gehen lässt. Das tut natürlich immer besonders weh, weil man dann erstmal Ersatz suchen muss oder dafür im Zweifel Ablöse zahlen muss. Bei Marcel Sobotka kommt es noch erschwerend hinzu, wie du es gerade alles erwähnt hast, mit Vizekapitän und und. Aber aus seiner Sicht darf man nicht vergessen, das kann ja sein letzter richtig dicker, großer Vertrag vielleicht sein und auch vielleicht seine letzte richtige Chance, Bundesliga zu spielen. Und mit Sicherheit können wir als Zweitligist nicht dieses Budget haben und auch nicht die Gehaltsstruktur, die jetzt vielleicht ein Union Berlin oder ein VfL Bochum ihm bieten kann. Und von daher aus seiner Sicht kann ich nachvollziehen, dass er vielleicht mit dem Gedanken spielt. Zumal, wie gesagt, auch nicht sichergestellt ist, dass wir nächstes Jahr aufsteigen, ne? Und er dann Bundesliga spielt, was vielleicht sein Anspruch ist. Hat er ja mit uns auch schon gemacht. Von daher, die Gedankengänge sind durchaus erlaubt, würde ich behaupten, auch bei Marcel Sobotka. Nichtsdestotrotz würde ich ihn gerne weiterhin bei uns behalten, weil er sich so, ja, entsprechend auch in die Riege einreihen würde, so mancher Fortuna Urgesteine. Und ja, wollen wir es mal hoffen, Würde dass ich mir Fortuna da wünschen, würde ich alles mir möglich wünschen. macht. Ja, ich habe mich so ein bisschen gewundert, also ja, bei aller Qualität vom Cello Sobotka, aber er war natürlich auch bei uns nicht immer der Konstanteste, war natürlich auch oft oder öfter mal verletzungsanfällig. Dass da jetzt vermutlich dieses Interesse in der Bundesliga, gerade von Union Berlin, die ja durchaus im oberen Drittel der Bundesliga eine Rolle spielen. Gut, VfL Bochum ist sicherlich da noch ein anderes Kaliber, hat sich noch nicht so etablieren können über die letzten Jahre, wie es bei Union der Fall ist, dass die da dieses Interesse haben an ihm. Also klar, waren das jetzt zwei, drei gute Spiele jetzt auch, gerade unter Daniel Thun, aber ansonsten hat er jetzt für Außenstehende meines Erachtens jetzt nicht unbedingt den Eindruck vermittelt, dass er da jetzt ein Stammspieler im oberen Drittel oder Mittelfeld der Bundesliga so ad hoc werden kann. Klar, Ergänzungsspieler ist ein anderes Thema. Auch die Bochumer werden nach der ersten Saison sicherlich den einen oder anderen Spieler dann auch verlieren. Auch gerade bei der Qualität, die ja da augenscheinlich derzeit auch auf den Platz gebracht wird. Aber das hat mich dann doch so ein bisschen gewundert. Und da ist ja auch immer die Frage, ne? Ist es vielleicht irgendwo in den Medien forciert? Ist es auch irgendwo so ein bisschen Ja. Druckmittel, um selber den Vertrag ein bisschen hochzuhandeln? Er wird ja bei uns wahrscheinlich auch noch einen Bundesliga-Vertrag haben, der entsprechend jetzt noch Gültigkeit hat aus der vorletzten Saison, wo das wahrscheinlich verlängert wurde, wenn ich es richtig in vor Augen habe, von den Vertragsgestaltungen, sollte man vielleicht Ja, auch bedenken. ich glaube aber, dass es eher Corona geschuldet ist. Gerade durch Corona, man merkt es sind unheimlich viele vertragslose Spieler aktuell, die auf den Markt kommen, teilweise auch mit gigantischen Marktwerten. Und von daher glaube ich schon, dass gerade jeder Verein irgendwo versucht, sich natürlich einen ablösefreien Transfer Ja. zu sichern, weil in der aktuell finanziell angespannten Lage ist das Beste, was dir passieren kann. Ne? Und von daher, ja, aus unserer Sicht wäre es natürlich schöner. Wir haben diesbezüglich aber auch noch eine weitere Meinung, ne? Genau, nämlich von unserem lieben Thorsten, den spielen wir gleich mit seiner Meinung zu dem Thema. Wir können es so ein bisschen als Thema der Woche durchaus bezeichnen. Spielen wir jetzt hier an der Stelle auch mal seine Meinung zu dem Thema ein. Wir haben euch ja versprochen, er wird uns auf jeden Fall, wenn nicht persönlich, wie es heute nicht in der Sendung der Fall ist, aber in irgendeiner Form immer auch Begleiten. begleiten. Und ja, Mats ab, wenn Ach, ich dich schönen guten zitieren darf. Abend, Freunde der Fortuna Bros, Kotti, Gilde. Und ja, ich wollte mich auch zum Thema unserer Nummer 31, Marcel Sobotka, mal ja, ein bisschen äußern. Der Junge wird jetzt 28 im April, ist seit ja, fast 7 Jahren dann, wenn die Saison vorbei ist, bei Fortuna und jetzt soll halt verlängert werden. Und ja, man munkelt ja, dass diverse Bundesligisten wie Union Berlin oder der VfL Bochum an ihn dran sind. Wie gesagt, Vertrag läuft aus. Marktwert soll wohl um die 1,2 Millionen liegen, lag aber auch schon mal viel, viel höher. Ja, Alofs muss halt alles dran setzen, dass der Junge auch bleibt.
Aber wie Kotti und Gilde im eben schon ein bisschen besprochen haben, wenn man die Möglichkeit hat, naja, in der Bundesliga zu spielen, was wir ja definitiv dieses Jahr nicht mehr schaffen, muss dann halt geguckt werden. Aber ich bin da halt immer noch so ein klein bisschen so ein Fußballromantiker und hoffe halt immer noch, dass der Junge ja einfach in Düsseldorf, weil er sich auch wohlfühlt, halt verlängert, ne? Auch wenn er theoretisch auch in Bochum spielen könnte. Und ja, wie gesagt, ich würde es mir wünschen, weil auch ein Adam Wozek wird ja auch leider nicht mehr ewig spielen. Und daher hat das jetzt auch, wie man ja auch viel lesen konnte, sehr hohe Priorität, dass der Junge halt dann verlängert. Natürlich muss man jetzt mal abwarten, wie geht das Spiel jetzt gegen Ingolstadt aus, dass man halt so ein ganz klein bisschen beruhigter in alle in die Zukunft schauen kann und dann halt mal weitersehen, ne? Ich meine, diese Saison hat er von 24 Spielen 20 bis jetzt gemacht, hat 4 Vorlagen gegeben, hat zwar 4 gelbe Karten bekommen, aber ist halt ein guter. Und im Moment, in den letzten 3 Spielen, ist er auch richtig aufgeblüht und richtig stark geworden. Und ja, wenn es so weitergeht und Daniel Thun scheint ihm ja auch das Vertrauen entgegenzubringen, wollen wir mal Daumen drücken, dass alles so bleibt und der Junge ganz einfach bei uns bleibt. Genau, so viel vom Thorsten ergänzend dazu. Ja, aus unserer Sicht ist zu dem Thema alles gesagt. Abschließend bitte möglichst verlängern. Ja, absolut. Der Vollständigkeit halber eine Sache, die ich noch passend zu hier solchen ja, Transfers erwähnen würde, da ist das Gerücht letzte Woche, glaube ich, auch aufgekommen, war es, wir hatten es nicht thematisiert, dass Hellas Verona an Khaled Nara interessiert sein soll. Wir haben es bewusst nicht thematisiert, ich erwähne es nur der Vollständigkeit halber, wir haben es bewusst nicht thematisiert, einfach weil das völlig, ja, also völlig abstrus sein wird. Hellas Verona müsste so tief in die Tasche greifen, dass es wirklich ein unmoralisches Angebot wäre, dass wir dem zustimmen würden, weil hier ist die Situation halt eine andere. Der Khaled Naray hat Vertrag. Und von daher Ja. das nur ergänzend und vervollständigend. Wollen wir nicht zu hoch kochen, genau. Nein. Ja. Ja, und dann Ja. gibt es abschließend bei den Fortuna News mal wieder einen kleinen Einblick, was unsere Leihspieler so machen. Genau, kurzes Update. Schipnowski haben wir ja mitbekommen, ist gegen uns eingewechselt worden, war, ich sage jetzt mal zum Glück, auch da wirkungslos, wenig auffällig gegen uns, hat aber da auch eine gute halbe Stunde Spielzeit bekommen. Worum es ja vor allem bei dem Transfer bei der Leihe auch ging, dass er das Genau. bekommt. Ja, der David Kownacki hat ja eine sehr, sehr gute Leistung in seiner Einwechslung gebracht. Die hatten nämlich ein Topspiel gegen den Tabellenführer und das haben sie mit sage und schreibe 3:0 gewonnen. Und er hat nach seiner Einwechslung, da stand es noch 0:0, hat er das zweite Tor sogar selber gemacht in der 72., also relativ kurz nach seiner Einwechslung. Und er hat den Elfer zum 3:0 dann auch noch rausgeholt. Insofern, also der scheint da doch, zumindest von den Toren her, von den Spielmomenten her, immer mehr in Tritt zu kommen. Ist so ein bisschen derzeit wieder außen vor, kein Starter, weil der Michael Ishak heißt er, glaube ich, ne? Der früher auch beim ersten FC Nürnberg Korrekt. auch Stürmer gewesen ist, da auch ja eigentlich der Stammstürmer auch ist bei Lech Posen. Aber wie gesagt, was willst du mehr machen, als wenn du reinkommst, dann zwei spielentscheidende Szenen mit Tor und Elfer rausholen zu machen? Verfolgen wir und sehen wir sehr gerne, weil das war ja unsere Hoffnung, dass er sich da entsprechend ja wieder zu besserer Form, ich will nicht sagen alter Form, das ist ein weiter Weg, aber zumindest zu besserer Form entwickelt, weil das kann uns dann auch, egal in welcher Konstellation, nur helfen. Und zu guter Definitiv. Letzt, der Jamil Siebert, der hat auch wieder 90 Minuten komplett durchgespielt, war Spieler des Spiels mit einer sehr guten Kickernote, mit einer glatten 2 beim 0:0 gegen Havelse, also hat den Laden da auch dicht gehalten. Insofern auch da Spielpraxis bekommen, erneut Spielpraxis bekommen. Läuft, glaube ich, ganz gut mit den Leihgeschäften, wenn man es mal bewerten soll, oder? Bis dato. Ja, Ja. Daumen hoch, so stellen wir uns das vor. Ja. Ja, und dann sind wir schon beim Ende der News und beim anstehenden Spiel. Sonntag Mal mal wieder. wieder, Ja. ja. Und ja, da kommt ein Gegner zu uns in die heimische Arena. Für den es um alles geht. Ne? Also da ist jeder Ja. Strohhalm, woran die sich jetzt greifen aktuell. Jedes Spiel ein Endspiel, ne? Aus Genau, deren Sicht. geht
um den FC Ingolstadt. Ja. Und ja, die Schanzer sind letzter, Tabellenletzter, Platz 18. Und ja, ich spiele euch da mal gerne wieder was ein, was ich vorbereitet habe. Ja, Trainer aktuell Rüdiger Rehm. Im Hinspiel war er es nicht. Das heißt, ihr seht, der FC Ingolstadt hat das Gleiche vollzogen wie wir, nämlich den Trainer einmal gewechselt. Das war in der Hinrunde nämlich noch André Schubert. Der musste dann entsprechend irgendwann gehen. Ja, schauen wir uns die aktuelle Form an. Ist diese, ja, wie soll man es ausdrücken? Ich habe jetzt auch notiert aus den letzten 8 Spielen 3 Siege, 2 Unentschieden, 3 Niederlagen. Also es ist so ein bisschen ja, ausgeglichen. Die Übersicht, die ihr hier seht, ist ein bisschen verfälscht, weil da auch noch Freundschaftsspiele beim Kicker immer mit reingezählt werden. Deswegen passt das nicht ganz. Aber was man sagen muss, ist, man hat entsprechend ja, auch Achtungserfolge jetzt gerade in der Rückrunde geschafft. Man hat zum Beispiel ein 1-1 gegen Werder Bremen geschafft. Man hat Nürnberg im heimischen Stadion, also sprich auswärts, mit 0-5 geschlagen. Das ist auch eine echte Hausnummer. Ja. Von daher Die Zahlen trügen so ein sollte man die, bisschen. glaube ich, Ne? ja. Weil, klar, wir sind Also uns gerade so bewusst, die Rückrunde. die sind 18. Ja, haben nur 15 Punkte. Man muss aber auch dazu sagen, dass sie nach der Hinrunde nur 7 hatten. Das heißt, in der Rückrunde haben die jetzt schon einen Punkt mehr geholt als in der gesamten Hinrunde. Das ist schon mal ein Fakt. Auswärts sind sie zwar auch nur Ja. 18. mit auch dem Und? Top-Wert an Gegentoren, 26. Ja, Aber. und? Aber was man da noch dazu auch sagen muss, Ja. das ist nämlich auch entscheidend, Entschuldigung, wenn ich dich Nee, unterbreche, alles aber gut. nicht nur ein Punkt mehr als in der Hinrunde, sondern auch ein Punkt mehr als wir in der Rückrunde. Ja, auch das sollte man im Vergleich ziehen. Ja, Deswegen, also die also. Zahlen, die Gesamtzahlen täuschen da. Wenn man den Trend sich da, ne, zumindest anschaut, ist das ein Gegner, der jetzt nicht auf dem Niveau von Aue und auf dem Niveau von unserem letzten Gegner, von Jahn Regensburg, formtechnisch gesehen, sich befindet. Also das wird nicht so leicht, wie es sich mit dem Blick auf die Tabelle Darstellt, ne? anhört und Ja, darstellt. Ja, auf gar keinen Fall. absolut. Und gerade wir zeigen uns ja gerne schon mal in solchen Momenten gegen solche Gegner, auch so, wie wir uns nicht zeigen sollten. Ja, wobei man muss ehrlicherweise gestehen, Daniel Thunia das gerade jetzt in den letzten Spielen ganz gut hingekriegt hat, gegen Aue zum Beispiel, dass wir uns da nicht wie immer als Aufbaugegner hingestellt haben. Ansonsten. Ja, Direktvergleich, 12 Spiele gab es insgesamt, 11-mal in der zweiten Liga, einmal im DFB-Pokal. Da ist die Tendenz ganz klar in Richtung unserer Fortuna. Wenn man sich die Statistiken anguckt, ja, oh, da ist mir ein Fehler unterlaufen, wenn ich es gerade sehen darf. Tabellenplatz 13, ja, das wäre schön. Nee, das sind ja wir, also entsprechend Tabellenplatz 18 natürlich, haben wir es gerade thematisiert. Ansonsten, ja, du hast es auch schon gesagt, Gegentore, zweithöchster Wert in der Liga, die meisten Auswärtsgegentore. Ballbesitz ist mit 40% Ja, natürlich mau. mau. Das heißt, wir werden dort ja vermutlich das Spiel wieder machen müssen. Mal schauen, ob wir das hinbekommen. Ja, Passquote, Ansonsten ne? Fällt noch ins ist noch die Gewicht. Passquote, Ja, genau. Die hätte ich jetzt auch Qualitätsmerkmal. noch. Aber natürlich basieren diese Statistiken auch überwiegend auf den schlechten Leistungen der Hinrunde. Es hat sich aber im Kader auch einiges getan. Da werden wir gleich auch noch mal ein bisschen tiefer auch reinleuchten. Also es gibt da anscheinend auch gute personelle Gründe, dass eben jetzt in der Rückrunde da schon andere Werte stehen Können als wir uns ja in der gerne mal Hinrunde. anschauen. Ja. Können wir uns gerne ja mal anschauen. Ich habe das auch mit aufgenommen, weil mir das auch aufgefallen ist. Also Ingolstadt hat nach, ich glaube, Sandhausen im Winter am meisten Spieler hinzugezogen. Und ja, teilweise keine schlechten, wenn man das so sagt. Also zumindest, wenn man sich anschaut, Nuno Sapai aus Greuther Fürth, Soleimani aus Hannover 96 und einen Florian Pick.
vom ersten FC Heidenheim, die kennen die zweite Liga, die kommen aus der zweiten Mit Liga, die Zweitliga-Erfahrung, das ist genau der Punkt. genau. Ne? Die wissen, wie es da zur Sache geht. Das sind jetzt keine Notkäufe, sondern nach dem Motto, wir gucken mal irgendwo im europäischen Umfeld, wen wir da irgendwie bekommen können. Also das sind Leute, die sollten dann auch aus der Erwartung her direkt weiterhelfen können und haben es scheinbar ja auch getan. Ja. Ja, ich glaube, du hattest im Vorfeld, als wir miteinander gesprochen haben, auch sogar noch festgestellt, noch gesehen, dass, glaube ich, vier der Ja. sechs Transfers sogar in der In der Startelf. Startelf waren und einer wurde dann auch noch eingewechselt beim letzten Spiel. Also da sieht man, also die haben auch direkt dann gegriffen und sind deshalb auch sicherlich Garanten dafür, dass es eben jetzt da ein Stück weit besser läuft als noch in der Hinrunde. Das ist schon außergewöhnlich, das haben wir nicht so häufig. Du hast es ja gerade schon erwähnt. Damit sind die doch weit vorne, war aber auch notwendig, ne? Und ist aus deren Sicht natürlich auch die einzige Chance und immer noch ein weiter Weg bis zum rettenden Ufer erst recht, aber selbst zur Relegation sind es halt noch ganz, ganz viele Punkte, die da fehlen. Um die 10 müssten es sein. Deswegen, da Ja. ist ab jetzt jedes Spiel ein absolutes Endspiel. Macht es natürlich für uns dann auch nicht ungefährlicher, ne? Richtig, also du hast es korrekt gesagt, 10 Punkte sind es auf Rostock aktuell. Von daher do or die, so sagt man ja so schön. Also es geht wirklich um alles. Das Hauptproblem der Schanzer war oder ist augenscheinlich tatsächlich das Toreschießen. Also nicht nur die Abwehr, die mit 45 Toren so viel, aber auch das Toreschießen mit 22. Das ist natürlich ein Wert. Ihr seht unten die beiden besten Scorer. Ja, also wenn man sich das anschaut, dass Philipp Bilbia mit 5 Toren der beste Torschütze ist und Dennis Eckert Ayensa mit 2 Toren und 5 Vorlagen der beste Scorer, dann ist das nachvollziehbar, warum die da unten stehen. Ne? Also das Ja, ist relativ mau. das ist so. Ja. Für alle, die gerne noch tiefer gehende Statistiken möchten, auch diesmal wieder die Kicker-Statistik mit Ecken, Torschüssen und, und. Lass es mal kurz eingeblendet, dass man Wollte gerade es sich sagen, die muss gerne man in ein bisschen Ruhe stehen lassen, ja, sonst wird's anschauen schwierig. kann. Ja. Ja, mir fällt Ja, jetzt keine Statistik raus, die ich jetzt nochmal extra separat würde beleuchten wollen. Wir haben ja gerade den der einen oder anderen Wert schon genannt. Ordentliche Laufleistung, wie halt bei uns, fällt auf. Also Einsatz ist da nicht das Problem, zumindest nicht von der Laufleistung. Aber alles andere ist natürlich schon so, dass wir da doch besser sind. Ja, und da natürlich zu Hause auch das Ding holen sollten. definitiv, so sehe ich das auch. Ja. Ja, wenn man sich die letzten Spiele anschaut, die letzten Begegnungen mit unserer Fortuna, da war das Hinspiel, wo wir mit 1:2 gewonnen haben. Torschützen damals André Hoffmann und Matthias Zimmermann. Und ich weiß nicht, ob du dich an das Spiel noch erinnern kannst, wurde so ein bisschen hektisch kurz Naja, vor hinten Schluss. raus, ne? 11 Meter noch, Wolf im Tor. Ja, rote Karte für Kastenmeier. Muss nicht sein. Und ja, davor ist es schon etwas länger her, dass wir auf den FC Ingolstadt getroffen sind. Im April 2018, da gab es ein 3-0 für unsere Fortuna. Torschützen seinerzeit Ruven Hennings, Nico Gieselmann und Robin Bormuth. Letztere beiden gibt es nicht mehr bei uns im Kader, leider. Und das Hinspiel damals, seinerzeit 2017, das erwähne ich aus dem Grund, weil dort haben wir 0-1 verloren. Torschütze seinerzeit für die Schanzer, ein alter Bekannter bei uns, nämlich Alfredo Morales. Spannend. Mittlerweile auch Ex-Fortuna. Was für eine Richtig. Überleitung. Wir haben ja noch einen Ex-Fortuna im Kader von Ingolstadt. Weißt du's? Marcel Gauss. Richtig, genau. Kommt aber in der Regel nur als Einwechselspieler zum Tragen. Aber auch da sei erneut die Hoffnung geäußert, dass er nicht gegen uns jetzt wieder zu großer Form aufläuft. Ja, aber auch zwei Verletzte, nämlich beide Rechtsverteidiger fallen aus. Der Heinloth und der Neuberger, beide im Spiel gegen Pauli, verletzt ausgewechselt worden, ersetzt worden durch einen der Neuen, nämlich durch den Stevanovic, der aushilfsweise als Innenverteidiger rechts außen gespielt hat, direkt mal sich die Note 6 abgeholt hat für seine nicht gewohnte Position. Ich würde mal behaupten, ne, wenn wir da auf rechts außen, beziehungsweise auf der dann gespiegelten Position, das ist dann unser Linksaußen, ja, da was probieren, Zug nach vorne, könnte was gehen. Aber das wird der Daniel Tune sicherlich auch.
Ich mitbekommen habe. wollte gerade sagen, also da lassen wir den, glaube ich, mal arbeiten. Der Vollständigkeit halber, wenn ich es richtig im Kopf habe, müsste Ingolstadt sogar noch einen zweiten Ex-Fortun im Kader haben. Der ist aber, glaube ich, inzwischen in der zweiten Mannschaft bei Ingolstadt angekommen. Ein alter Bekannter, Maxi Ist Beister. er noch da? Also ich wusste, dass er da war, aber ich hatte irgendwo, ist er nicht irgendwo anders hingewechselt? Ich weiß es Also jetzt gar ich nicht. kann durchaus sein. Ich meine, mein letzter Stand wäre gewesen, dass er bei der zweiten Mannschaft angekommen ist. Kann natürlich sein, dass er von dort auch schon wieder weg ist. Also soweit haben wir es jetzt nicht nachvollzogen, ehrlicherweise. Aber da Aber gilt der Slogan wieder, ich muss ihn leider bringen, wärst du doch in Düsseldorf geblieben. wie so Ohne manche Häme, Annahme. weil, ne, hat uns damals viel Freude bereitet in seiner Spielweise, aber dann im Nachgang nach der Fortuna nicht wirklich irgendwo Fuß gefasst und irgendwo die Karriere kam gar nicht mehr in Tritt. Ja, ansonsten, was erwartet uns für ein Spiel am Sonntag? Ich gehe davon aus, dass wir gerade auch zu Hause mit entsprechend Druck, mit entsprechend ja, Souveränität versuchen, direkt zu zeigen, wer der Herr im Stadion ist, was gefährlich ist. Also ich glaube, das 0-5 gegen Nürnberg hat gezeigt, dass Ingolstadt durchaus gefährlich sein kann, was Konter angeht auch. Und wollen wir mal hoffen, dass da diese Stabilität, die wir angesprochen haben, auch in dem Fall Ja, da wird sein wichtig wird. sein. Wird wichtig sein, da mit einem gewissen Kalkül auch aufzutreten, nicht zu offensiv, da nach vorne zu rennen und dann direkt das Tor zu kassieren. Natürlich würde uns ein relativ frühes Tor sicherlich helfen, uns ein bisschen Ruhe verschaffen, natürlich die Ingolstädter dann auch noch mehr unter Druck setzen, ne? Ob dann der Situation, die wir gerade beleuchtet haben, schon ein deutlicher Abstand. Aber natürlich, klar, dürfen wir die Erwartung äußern, dass wir das Spiel, ja, gewinnen müssten. In unserer Sollten. Situation sollten, Ja. müssten ist Also, vielleicht schon zu hart formuliert, ja, aber den Anspruch musst du halt haben in der Situation, gegen den Tabellenletzten zu Hause einen Sieg anzupeilen. Ich weiß, bei aller Vorsicht, bei allem Respekt vor dem Gegner, frag mal bei Werder Bremen nach, ne? ich weiß, aber wie gesagt, wir kommen ja jetzt auch nicht aus der schlechtesten Form, sondern bei uns hat sich ja auch was getan und hoffen wir, dass die Stabilität, die wir zumindest meinen gesehen zu haben, sich weiterhin auch zeigen wird. Sehe ich ähnlich, hoffen wir mal. Ja, und dann sei eigentlich zum Ende der Sendung, da sind wir nämlich angelangt, ja, nur Folgendes zu sagen. Ich glaube, der Thorsten hat da eigentlich ein paar treffende Worte. Der wird das Schlusswort Deswegen heute auch haben, genau richtig. glaube ich, spielen wir ihn am besten mal ein und ja, verabschieden uns. Oder Genau. hast du noch irgendwas zu sagen? Ich würde Nö, jetzt nicht. wir verabschieden uns an der Stelle schon mal und hoffen da auf, wie gesagt, bessere Entwicklungen im Weltgeschehen und übergeben dem Thorsten hier nochmal das letzte Wort und wir hören uns nächste Woche auf jeden Fall wieder. Da haben wir noch so ein kleines Jubiläum. Auch das ist natürlich gefühlt jetzt alles ein bisschen im Hintergrund, auch bei uns, aber Ja. ja, wie gesagt, wir versuchen da eine gesunde Mischung irgendwo für uns auch hinzubekommen. Genau. Macht es gut. Genau. Eure Auf drei Fortuna Punkte. 95 Bros. Genau. Ciao, ciao. Ja, dazu muss ich leider auch noch ganz kurz was sagen. Ich weiß nur nicht, wie man damit, also ich kriege, wenn ich drüber rede, halt auch schon wieder Gänsehaut. Leute, lasst uns das Beste hoffen, dass dieser ganze Mist, der in der Ukraine und aus Russland ausgeht, im Moment passiert, möglichst schnell und ohne viel weiteres Blutvergießen endet und wir alle wieder zusammen in Frieden leben können. Und daran sieht man halt auch mal wieder, es gibt viel, 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 viel Wichtigeres. Und in dem Sinne, ich wünsche euch einen schönen Abend und genießt das Leben so, wie ihr könnt. Und ja. Ich bin Sonntag auch mal wieder im Stadion und vielleicht sieht man ja den einen oder anderen. Ich wünsche euch einen schönen Abend. Bis die Tage. Kotti, Gilde, Dankeschön. Bis denne.